Gesegneten Sabbat, mal von mir. Jetzt vor einigen Tagen habe ich mit einer Glaubensschwester gesprochen, die auch hier war bei der Gesundheitsausbildung. Sie hat mir was Interessantes erzählt. Und zwar von einem Pastor einer christlichen Gemeinde in Arizona in den USA, der heißt Dr. Elvin van der Greent. Und er wollte mit seiner Gemeinde eine Gebetsevangelisation machen. Aber er hat nicht einfach so jetzt eine Gebetsevangelisation gemacht, sondern er hat das mit einem Experiment verbunden. Und zwar hat er den Geschwistern in seiner Gemeinde den Auftrag gegeben, nehmt euch ein Telefonbuch und sucht euch 80 Namen wahllos heraus. Und für diese 80 Namen sollt ihr 90 Tage lang beten, bevor ihr sie anruft. Betet für diese Menschen 90 Tage lang, bevor ihr sie anruft. In einer anderen Gruppe, er hat auch gesagt, sucht euch nochmal weitere 80 Namen heraus aus dem Telefonbuch, aber die bekommen kein Gebet. Und nach 90 Tagen sollten diese Menschen eben angerufen werden. Und in der Gruppe, wofür die Menschen gebetet wurde, wollten 69 tatsächlich dann besucht werden zu Hause. Und es wurde immer das Angebot gemacht, dass man für diese Menschen betet, dass man zu ihnen kommen würde und mit ihnen beten würde. Und 69 haben das angenommen. Und 45 von denen haben die sogar richtig herzlich eingeladen, ja, ihnen Kaffee angeboten und haben sogar ganz spezifische Gebetsanliegen dann gehabt, für die die Christen dann dort beten sollten. Und die haben natürlich auch die anderen Menschen angerufen, für die nicht gebetet wurde. Nur einer hat dieses Angebot angenommen, dass man ihn besucht und mit ihm betet. Nur einer. Und das ist interessant, oder? Wir sehen, was für eine Macht und was für ein Unterschied das Gebet macht. Und in dem Gespräch mit der Schwester, es hat mich erinnert an die letzte Predigt, die wir auch gesehen haben von Fritz Dengel, der größte Feldzug aller Zeiten. Also die müsst ihr unbedingt schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und er hat da auch darüber gesprochen, über Ron Halvorsen, ja, der irgendwann in seinem Dienst angefangen hat, speziell diese Gebetsspaziergänge zu machen, auch die Geschwister aufgefordert hat, das zu machen. Und auf einmal, wo vorher sich nur eine Handvoll Geschwister oder Besucher haben taufen lassen, auf einmal hatte er mindestens 50 bis 100 Taufen, jedes Mal. Also sehr interessant, und wir sehen, Gebet macht einen Unterschied. Und ich hatte mit der Schwester ein bisschen weiter gesprochen und sind dann auf einen Aspekt gekommen, den ich heute gerne mit euch teilen würde. Und das geht so in die Frage, warum macht eigentlich Gebet so einen Unterschied? Ich glaube, wenn wir das verstehen, also ich glaube, unser ganzes Gebetsleben wird kraftvoller, wenn wir wirklich verstehen, was dahinter steckt. Wir sollen ja verstandesmäßig beten. Wir sollen wissen, warum wir überhaupt beten. Und ich glaube, ein ganz einfaches Gebet kann viel bewirken. Wir müssen jetzt nicht die ganzen Hintergründe verstehen, aber ich glaube, es bringt trotzdem mehr Kraft, und ihr werdet sehen, worauf ich hinaus möchte. Also, hast du dich mal gefragt, warum das Gebet so machtvoll ist? Warum müssen wir überhaupt für Dinge beten? Warum für Menschen beten? Ich meine, Gott weiß doch alles, oder? Gott möchte auch jeden Menschen retten, und er kann es. Also würde er das nicht dann auch tun? Wir hatten neulich jetzt in der Woche schon einen Text, ich möchte ihn nochmal aufbringen, ja, in 1. Timotheus 2, Vers 1. Paulus ermahnt uns richtig. Er sagt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen. Und in Vers 3 und 4 sagt er dann weiter, denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott möchte, das ist sein Wille, dass alle Menschen gerettet werden. Das wäre das Optimum. In der Apostelgeschichte 15,18 heißt es, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Also Gott ist allwissend.
Und er weiß auch schon, wie alles ausgehen wird, oder? Wir wissen es nicht, die Engel wissen es auch nicht. Wir bekommen ein paar Hinweise, wie es ungefähr ablaufen wird. Aber Gott weiß wirklich alles. Also er will, dass alle gerettet werden. Er weiß auch, wie es ausgehen wird. Und kann Gott alles? Also Hiob sagt doch zum Beispiel, ich erkenne, dass du, Gott, alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Also Gott möchte, dass alle gerettet werden und hier steht jetzt, er kann alles. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, warum noch beten? Gott, du willst doch noch viel mehr als wir, dass zum Beispiel Menschen, die wir kennen, die wir lieben, dass sie gerettet werden oder wir beten für sie. Aber wie ist das jetzt? Ich meine, er will doch noch viel mehr, dass sie gerettet werden und er kann auch alles. Was macht jetzt unser Gebet für einen Unterschied, oder? Ja, Heidi? Okay, ja, und da werden wir drauf hinkommen. Heidi hat gesagt, Gott schickt dann vermehrt Engel. Aber warum wartet er jetzt auf unser Gebet, dass er mehr Engel schickt? Ich meine, könnte er es nicht einfach so machen? Okay, er will uns einbeziehen, aber warum will er uns einbeziehen? Also, man könnte sich fragen, was bewirkt schon mein Gebet, oder? Manche Menschen denken so, ja, Gott weiß doch eh, bevor ich den Mund aufmache, weiß er doch schon, was ich sage. Warum muss ich es jetzt noch sagen? Muss ich ihn jetzt anflehen? Muss ich jetzt auf Knien zu ihm kriechen? Und das gefällt ihm dann, dass ich ihn sozusagen erweichen muss, damit er endlich mal handelt, weil vorher ist es ein bisschen ja, missmütig gestimmt und will vielleicht nicht und ich muss ihn jetzt umstimmen oder warum? Oder? Also, es gibt wirklich viele Christen, die so denken. Tatsächlich ist es sogar Mainstream-Christentum, das so denkt. Das wie denkt? Nun, dass sowieso alles schon vorherbestimmt ist. Dass sowieso alles so ausgehen wird, wie Gott es halt eingerichtet hat. Und Gott hat schon die Menschen vorherbestimmt, die zu ihm finden. Deswegen hat man dann auch dieses... Ja, bete einmal dein 5-Minuten-Übergabegebet für Jesus und dann bist du gerettet. Und wie du dann lebst, ist egal. Das ist diese billige Gnade. Daher, das kommt alles von diesem Verständnis. Naja, manche sind halt bestimmt gerettet zu werden und andere nicht. Woher kommt diese Lehre? Wisst ihr, wer so der Begründer ist, wie man das nennt? Das kommt vom Calvinismus, und der Begründer davon ist John Calvin. Das war einer der Reformator, der auch große Beiträge geleistet hat für die Reformation. Er war ein großer Reformator. Aber er hat in seine Lehren auch noch Dinge eingebaut, die falsch waren. Was mehr so aus der griechischen Philosophie kam. Dieser Determinismus, dass alles, was geschieht, vorherbestimmt ist. Und John Calvin hat seine Hauptaussagen, was wir eben Calvinismus oder Prädestination nennen, also Vorherbestimmung. Er hat Dinge gesagt wie, alle Ereignisse unterstehen der Herrschaft von Gottes geheimen Plan. Also wir können diesen Plan nicht durchschauen. Für uns ist er geheim. Aber Gott untersteht alles und alle Ereignisse unterstehen seiner Herrschaft. Es ist so die Idee, wie er auch sagt, Gott regelt alle Dinge so, dass nichts ohne seinen Ratschluss geschieht. Also Gott ist der absolute Herrscher, er macht alles, er ist sozusagen der bis ins kleinste Detail alles verursacht und auch macht. Und er sagt, nichts geschieht außer dem, was Gott wissentlich und willentlich auch angeordnet hat. Jetzt ist das wahr? Es würde ja bedeuten, dass in allem letztendlich Gottes Wille geschieht, wie wir gerade überlegt haben. Nun, es gibt Dinge, die er will und er kann auch alles. Heißt das, dass auch alles, was er will, am Ende geschieht? So wie Calvin das jetzt ausdrückt. Nun, wir haben schon gelesen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist sein Wille. Wird dieser Wille umgesetzt werden? Wird das so kommen? Nein, wir wissen, die Bibel sagt, die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Es werden nicht alle gerettet. Jesus selbst hat es gesagt. Also, obwohl Gott es sich wünscht und es gerne hätte, dass alle gerettet werden, wird es nicht
passieren. Also, ich denke, wir als Adventisten haben etwas sehr Wichtiges mitbekommen. Wir sind ja die, die sozusagen die Reformation weiterführen. Ja, alles, was Luther und Calvin und Wesley und so angefangen haben, ist nicht zu Ende. Die Reformation geht weiter und wir sind immer noch in dem Prozess, ein absolut klares Verständnis und Bild des Evangeliums im Zusammenhang mit dem Gesetz und Gottes Verständnis und seinem Wesen und Charakter, das alles zu bekommen. Und wir haben ja jetzt auch in der Lektion heute den großen Kampf studiert, in Offenbarung 12. Und worum handelt eigentlich dieser Kampf? In Offenbarung 11, 19 finden wir eigentlich die Überleitung zu diesem Thema vom großen Kampf. In Offenbarung 11, 19, da heißt es, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Jetzt, diesen Vers kann man zeitlich einordnen. Dieser Vers steht am Ende der sieben Posaunen. Und ihr kennt das vielleicht, durch welche Geschichte leiten uns die sieben Gemeinden, die sieben Siegel, die sieben Posaunen? Welche Geschichte wird da abgedeckt? Genau so. Ja, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist die Geschichte der 2000 Jahre von der Zeit Christi bis in unsere Zeit und zur Wiederkunft Christi. Und hier spricht es jetzt am Ende der siebten Posaune von einem Zeitpunkt, wo der Tempel Gottes im Himmel geöffnet wird und die Lade seines Bundes sichtbar wird. Was glaubt ihr, von welchem Zeitpunkt das spricht? Wo im Tempel befindet sich die Lade Gottes? Im Allerheiligsten. 1844. Seht ihr, die Reformation ist seit 1844 in eine neue Phase getreten. Und was jetzt sichtbar wird, wo das Allerheiligste im Himmel geöffnet wird, was wird da sichtbar? Die Bundeslade. Und was ist in der Bundeslade? Das Gesetz. Das wird jetzt sichtbar. Es wird jetzt Thema am Ende. Und das Allernächste in Offenbarung 12 ist was? Der große Kampf. Denn je näher wir jetzt zur Wiederkunft Christi kommen, desto näher kommen wir auch zum Abschluss des großen Kampfes, der ja das ganze Universum betrifft. Und er wird hier auf dieser Erde entschieden. Und es geht um Gottes Gesetz. Und in Offenbarung 12, 7 lesen wir dann diese Zusammenfassung dieses großen Kampfes, der im Himmel begann, aber jetzt hier auf der Erde seinen Abschluss findet. Und Gottes Gesetz ist letztendlich ein Ausdruck von Gottes Charakter, eine Niederschrift von seinem Charakter. Wir können im Gesetz lesen, wie Gott eigentlich ist. Und deswegen ist auch die letzte Botschaft, die an die Welt geht, eine Verkündigung und Demonstration von Gottes Charakter, was wir dann in Offenbarung 18, Vers 1 lesen. Dass dieser Engel, der Gottes Volk darstellt, die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und es ist die Herrlichkeit von Gottes Charakter, ja, in Jesaja, oh, ich habe hier den Text vergessen einzufügen, ist nicht Offenbarung 18. Es ist Jesaja irgendwo ab 40, die Kapitel. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ihr findet das, wenn ihr das eingibt. Ja, da heißt es gefiel dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Also im großen Kampf geht es darum, das Gesetz an den richtigen Platz zu stellen. Und was im Gesetz ist jetzt der Hauptfokus seit 1844? Was ist es, was wir auch in unserem Namen tragen, was wir vor allem im Gesetz hochhalten, was ja wiederhergestellt werden muss? Der Sabbat, richtig? Und im Sabbatgebot heißt es ja, gedenke an den Sabbattag. Und woran sollen wir denken? Dass Gott der Schöpfer ist. Ja, also der Sabbat ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir einfach den richtigen Tag beweisen können. Der Sabbat an sich hat eine ganz bestimmte Funktion, nämlich dass wir die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Gott der Schöpfer ist und wie die Schöpfungsordnung eigentlich eingerichtet wurde, nach welchen Gesetzen eigentlich alles funktioniert, nach denen wir leben. Also weist uns, und das sagt ja auch der erste Engel, ja, gibt Gott die Ehre,
Ne, fürchtet ihn, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also es weist uns auf die Schöpfung hin. Und deswegen ist es gut für uns, wenn wir uns jetzt diese Frage stellen, ja, was in diesem großen Kampf ist jetzt das entscheidende Thema und warum spielt das Gesetz und der Sabbat so eine Rolle? Dass wir zurückgehen zur Schöpfung. Und wir machen das alles, um zu verstehen, um auf diese Frage zurückzukommen, welche Rolle spielen wir da drin und warum müssen wir beten? Warum müssen wir beten? Ist es so, wie Calvin sagt, dass Gott es so eingerichtet hat in seiner Schöpfung, hätte er so machen können, dass er alles kontrolliert, Gott herrscht über alles, er regelt alle Dinge. Aber ganz ehrlich, wofür müssten wir dann noch beten? Wofür müssten wir dann noch beten? Und deswegen ist es so wichtig, den Menschen ein richtiges Verständnis der Schöpfungsordnung zu geben, wie er alles gemacht hat, wie sein Gesetz funktioniert und welche Rolle wir jetzt darin noch zu spielen haben. Also gehen wir zur Schöpfung und schauen uns 1. Mose 1,26 an, wo Gott jetzt den Menschen schafft, wie es heißt, die Krone der Schöpfung. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Jetzt, und das ist ganz interessant. Gott möchte hier Wesen schaffen, die in einer bestimmten Art und Weise ihm ähnlich sein sollen. Nun, wir wissen, wir sind jetzt kein neuer Gott. Wir sind nicht Gott. Wir sind Geschöpfe, er ist Gott. In der Hinsicht sind wir ihm nicht ähnlich. Aber was ist dann der Aspekt, in dem wir ihm ähnlich sein sollen? Sein Charakter, ja, seine Gesinnung. Was, ich würde vorschlagen, es ist genau das Nächste, was im Vers steht. Es ist genau das Nächste, was hier im Vers steht. Und da steht, sie sollen herrschen. Wer soll herrschen? Die Menschen sollen herrschen. Ist Gott der Herrscher? Gott ist der Herrscher, oder? Aber Gott macht hier etwas Phänomenales, was absolut grundlegend ist. Was macht Gott hier? Er sagt, ich gebe euch hier eine Welt, die Erde. Und ich gebe euch einen Platz, wo ich einen Schritt zurücktrete und euch Raum gebe, selbst zu herrschen. Was gibt er? Freiheit. Gott ist ein Gott der Freiheit. Und in seinem Freiheitsgedanken, in seinem Liebesgedanken, sagt er, ich erschaffe Wesen, die jetzt sind wie ich. Und sie haben hier eine Sphäre, ein Gebiet, in dem sie wirklich selber herrschen. Und das hat Gott ihnen wirklich übertragen. Ja, sie herrschen, das heißt, über die ganze Erde. In Psalm 115, Vers 16 heißt es, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und das müssen wir uns bewusst machen. Die Erde hat Gott den Menschenkindern unterstellt. Und wenn Gott einmal etwas gibt und sagt, das ist deins, glaubt ihr, Gott würde da dann noch irgendwie hineinfuschen und dann irgendwie doch unsere Freiheit nehmen und sagen, ja, das ist doch nicht so wirklich euers? Was glaubt ihr? Wenn Gott einmal sagt, ihr habt die Freiheit, haben wir sie dann? Ja, wir haben sie. Und das heißt nicht, dass Gott nicht interessiert wäre. Das heißt nicht, dass Gott sich zurücklehnt und es einfach machen lässt. Nein, er ist involviert. Er ist involviert. Er möchte uns anleiten. Er wollte ja auch Adam und Eva anleiten, wie sie jetzt wachsen können, wie sie über die Erde am besten herrschen. Also er zieht sich nicht zurück, sondern er möchte natürlich zusammenarbeiten mit den Menschen. Aber da ist, wie ich schon sage, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ja, da ist kein Befehlen und diktatorisches, du machst jetzt, was ich sage, sondern ein Beibringen, ein Lehren und dann freien Willen geben, es auch so umzusetzen, weil man es verstanden hat. Das ist ein ganz anderer Umgang. So ist Gott sehr involviert und interessiert. Aber das Interessante ist, er wird niemals diktatorisch im Detail alles beherrschen und kontrollieren. Ja, Gott ist kein Kontrollfreak. Ist er nicht. Er ist ein Gott der Freiheit. Im Psalm 119, Vers 45 heißt es so schön, und ich werde wandeln in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle.
Die Neues Leben Bibel drückt es so aus: Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Wisst ihr, manchmal denken wir, Gottes Gesetze sind so einschränkend, oder? So die Gebote und wir müssen jetzt das und das und das tun. Aber eigentlich sollen wir einen ganz anderen Blick auf die Gebote haben. Jakobus nennt es das Gesetz der Freiheit. Also wir sollten ein Bild bekommen und auch den Menschen vermitteln, dass wir frei sind. Wir können so viele Dinge tun, wo Gott jetzt nicht alles in unserem Leben im Detail bestimmen will. Ja, er hat Richtlinien. Er hat einen Willen für uns, dem wir folgen sollen, dass wir nach bestimmten Prinzipien leben. Aber eigentlich haben wir einen freien Raum, in dem wir entdecken können, in dem wir forschen können, in dem wir aufstehen können und in den Tag gehen können und sagen, oh Gott, was hast du heute für mich? Und da ist eine Bandbreite von Dingen. Wie war es im Garten Eden? Als Gott Adam und Eva dahingesetzt hat, oder wie viele Dinge konnten sie tun und wie viele Gebote oder Verbote gab es? Er hat gesagt, von allen Bäumen könnt ihr frei essen. Oder? Und er hat das Verbot auf eine einzige Sache reduziert. Oder? Und da sieht man, wie dieses Verhältnis von was dürft ihr alles und was dürft ihr nicht, ist wirklich bei Gott. Also, Gott ist nicht ein Gott, der alles bis ins kleinste Detail kontrolliert. Er ist ein Gott der Freiheit. Und jetzt ist aber was passiert. Wir wissen, dass sie leider ihre Freiheit, also Adam und Eva, missbraucht haben. Was ist passiert im Garten Eden? Sie haben einer Lüge geglaubt. Und jetzt ist was Interessantes passiert. Sie hätten ja gut wachsen können im Garten Eden. Sie hätten mit Gott zusammenarbeiten können und in ihrem Charakter wachsen können und hätten eine wunderbare Zukunft vor sich gehabt. Aber wir haben das ein bisschen angeschnitten in der Sabbatschule, da fand schon ein großer Kampf statt. Und da gab es diesen Feind, Luzifer, der gefallen ist, und Satan, der jetzt Anspruch erheben wollte auf diese Erde, auf diese neu geschaffenen Wesen. Und er sagt praktisch zu Gott, lass mich da hingehen und lass mich auch meine Prinzipien vortragen. Gott, du bist nicht gerecht. Was hätte Gott jetzt tun sollen? Gesagt, nein, ich verwehre dir den Zutritt zu dieser Erde. Nein, Gott ist ein Gott der Freiheit. Er muss es erlauben, dass Satan auch dort zumindest versucht, seine Prinzipien bekannt zu geben. Und genau, Gott hat die Möglichkeit so weit wie möglich reduziert und klein gemacht, nur an einer Stelle und gesagt, geht nicht dahin. Aber es musste die Möglichkeit gegeben werden. Gottes Charakter hat es verlangt. Und leider sind die Menschen dort einer Lüge aufgesessen. Sie haben der Lüge geglaubt, dass Gott es nicht am besten mit ihnen meint, dass er ihnen etwas vorenthält, dass Gott lügt, dass er nicht vertrauenswürdig ist, dass er herrschsüchtig ist. Sie haben in ihrem Akt von dem Baum zu essen ihren Charakter so verändert, dass er unwiederbringlich zerstört wurde. Sie konnten aus sich selbst nicht sich wieder aus dieser Täuschung befreien. Und indem sie jetzt der Lüge Satans geglaubt haben, haben sie ihn zu ihrem Gott gemacht. Wie Paulus es ausdrückt in 2. Korinther 4, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Satan wird hier der Gott dieser Weltzeit genannt. Er hat den Menschen die Sinne verblendet. Über was? Es heißt, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wir kennen Gott nicht mehr. Wir verstehen Gott nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, wie er ist. Und Christus kam, warum? Um uns Gott zu zeigen. Er ist wirklich Gottes Ebenbild. In ihm sehen wir die Herrlichkeit, den Charakter Gottes. Und Satan versucht alles, dass wir das nicht verstehen. Ellen White schreibt im Leben Jesu, durch das Missverstehen Gottes wurde die Welt verfinstert.
Und damit die dunklen Schatten erhellt und die Schöpfung zu Gott zurückgeführt würde, musste Satans trügerische Macht vernichtet werden. Das aber konnte nicht durch Gewaltanwendung geschehen. Denn Gewaltausübung steht den Grundsätzen der Herrschaft Gottes entgegen. Es gibt Probleme, die kann man nicht mit Gewalt lösen. Du kannst eine Person, ein Geschöpf, sehr einfach töten mit Gewalt. Aber was ist mit einer Idee? Was ist mit einem Gedanken, einer Ideologie, einer Lüge, die ins Universum gebracht wird? Du kannst vielleicht das Wesen umbringen, das sie gebracht hat, aber die Idee, der Geist davon ist immer noch da. Und um das wieder richtig zu stellen, braucht Zeit. Wenn eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zwischen Menschen oder auch die zwischen dem Menschen und Gott zerbricht, gibt es keine schnelle Heilung dafür. Ja, manchmal wollen wir das. Einfach, ach Gott, mach doch einfach, dass es wieder... Nein, so schnell geht es nicht. Diese Heilung braucht Zeit. Und Gott kann da keine Gewalt anwenden. Es würde eher den gegenteiligen Effekt haben. Er erwartet lediglich einen Dienst aus Liebe. Aber diese Liebe kann man weder befehlen noch durch Machteinsatz oder Amtsgewalt erzwingen. Nur Liebe erzeugt Gegenliebe. Gott erkennen heißt ihn lieben. Der Gegensatz seines Charakters zu dem Charakter Satans musste deshalb geoffenbart werden. Und das braucht Zeit. Deswegen ist Jesus übrigens auch erst nach 4000 Jahren gekommen. Denn erst dann wird die Finsternis so tief sein, dass der Kontrast zu seinem Charakter und seinem Licht stark genug sein würde, dass es so einen Eindruck machen kann, dass wir den Unterschied wirklich sehen und es letztendlich unsere Rettung bewirken kann. Und seit 2000 Jahren wirkt dieses Licht nach und muss sich jetzt noch in die ganze Welt verbreiten. Und nur er konnte es auch tun. Sie sagt, nur einer im ganzen Universum konnte dies tun, also Gottes Charakter offenbaren. Nur er, der die Höhe und Tiefe der Liebe Gottes kannte, konnte sie auch verkündigen. Also wenn ihr wirklich wissen wollt, wie Gott ist, schaut auf Jesus. Das ist unsere Botschaft. Ellen White sagt, am Ende wird eine Botschaft alle anderen verschlingen. Christus, unsere Gerechtigkeit. Ja, wie wir gelesen haben in Offenbarung 12, sie haben ihn überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses willen. Und was ist das für ein Zeugnis? Das Zeugnis Jesu, der sein Leben nicht geliebt hat bis in den Tod. Denn am Kreuz hat er Gottes Charakter am deutlichsten offenbart. Und die größte Finsternis stand direkt neben dem größten Licht. Und deswegen ist das Kreuz das Zentrum, weil da sehen wir den Erlösungsplan und wie Gott uns errettet. Also das ist die Art von Macht, die Gott einsetzt. Nicht Gewalt, sondern eine Demonstration seines Charakters. Er zeigt einfach, wie er ist. Und das hat er bis in den Tod durchgezogen. Bis zum Kreuz. Das ist der große Kampf, in dem wir stehen. Für welches Prinzip entscheiden wir uns? Wir sehen jetzt beide Seiten. Das ist Satans Prinzip. Selbstsucht, vertraue auf dich selbst, Gott sorgt sich nicht um dich, kämpfe selber. Und dann Gott, vertraue auf ihn, er sorgt für dich, lebe auch selbstlos, darin besteht das Leben. Und wir dürfen wählen, in diesem Kampf stehen wir. Und da Gott eben Liebe ist, muss er auch Freiheit geben. Und wenn er Freiheit gibt, heißt das, dass er nicht alles steuern kann. Es gibt Dinge, die kann Gott nicht tun. Wir denken manchmal, ja, Gott ist doch allmächtig. Aber es gibt Dinge, die kann auch Gott nicht tun. Warum nicht? Nicht, weil er nicht die Muskelkraft dazu hätte, sondern weil es einfach seinem Charakter nicht entspricht. Das heißt zum Beispiel in der Bibel, Gott kann nicht lügen. Er kann es nicht, weil es nicht seinem Charakter entspricht. Schaut mal in Markus 6. Vers 5. Da kommt Jesus in seine Heimatstadt Nazareth. Und das ist diese Geschichte, wo es heißt, naja, in seinem Vaterland ist ein Prophet nicht gern gesehen. Und es heißt dann in diesem Kontext, und er konnte dort kein Wunder tun. Außer, dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Also hier steht nicht, er wollte dort keine Wunder tun oder er hat versucht Wunder zu tun, aber es hat irgendwie nicht gefruchtet. Hier steht, er konnte nicht. Warum kann er keine Wunder dort tun?
wegen dem Unglauben. Jetzt, ich möchte darauf hinaus, oder nochmal die Frage, Gott möchte ja helfen, oder? Wir haben gesehen, er möchte, dass alle gerettet werden, er möchte eingreifen. Aber warum kann er es nicht? Warum geht er jetzt nicht hin, wie in anderen Städten, und es blieb kein Kranker zurück? Und große Wunder. Also, was ich euch zeigen möchte ist, und das hat mit dem großen Kampf zu tun, deswegen ist es so wichtig, dass wir den großen Kampf verstehen und dass wir auch unsere Rolle darin verstehen und was Gebet bewirken kann. Gott möchte helfen und eingreifen, aber der Punkt ist, er braucht auch die Erlaubnis. Wir sind in einem Schlachtfeld, wir sind in einem Kriegsgebiet, wo es zwei Mächte gibt, die Anspruch auf diese Erde und auch auf uns persönlich erheben. Und es ist fast wie in einem rechtlichen Kampf. Hier sind legale Angelegenheiten, die hier vor sich gehen. Wir kommen in diese Welt und das heißt, wir sind Kinder des Zorns. Ja, wir müssen ja neu geboren werden, wir müssen erst Kinder Gottes werden. Wir sind nicht automatisch in Gottes Reich, wir sind in Satans Reich. Er ist der Gott dieser Welt oder der Fürst dieser Welt, wie er genannt wird. Ihr kennt das in der Geschichte Hiob, oder? Da kommen die Gottessöhne vor Hiob und dann kommt auch der Satan unter sie. Und Gott fragt, ja, wo kommst du her? Und wo kommt er her? Von der Erde, wo ich auf und ab und hin und her laufe, wodurch er zeigt, das ist mein Gebiet. Ich habe es komplett abgeschritten und abgesteckt, das ist meins. Und deswegen kommt er auch in diese Versammlung als Repräsentant dieser Erde. Weil Adam, der Sohn Gottes genannt wird, ist nicht mehr der Repräsentant. Als die Menschheit gefallen ist, hat sie diese Herrschaft abgegeben an Satan. Und wir gehören rechtlich, legal ihm. Aber das Schöne ist, also der Punkt ist, wir sind getäuscht worden. Und deswegen setzt Gott das Recht durch, uns eine zweite Chance zu geben. Und er hat uns diese Chance gegeben auf Grundlage davon, dass er versprochen hat, dass er selbst kommen wird, die Täuschung Satans brechen wird und jedem die Chance zumindest geben wird, die Wahrheit wieder zu sehen und sich wieder für ihn zu entscheiden. Und er musste dafür kommen und in Kauf nehmen, selbst zu leiden und zu sterben, um wieder diese Täuschung Satans über Gott zu brechen. Und er hat alles in Kauf genommen dafür, dass wir überhaupt wieder die Chance haben, ihn zu sehen und gerettet zu werden. Das ist, was wir Gnaden oder Bewährungszeit nennen. Die hat er uns gegeben und dafür ist er gestorben, für alle Menschen. Selbst für alle, die verloren gehen werden, hat er das durch seinen Tod erkauft, diese Gnadenzeit. Und er setzt sie durch. Also seit dem Fall in Eden wurde jetzt angekündigt, Christus kommt, er ist gekommen, hat gezeigt und wir sind immer noch hier. Und Gott braucht die Erlaubnis, eingreifen zu können. Nun, er hat schon eingegriffen, aber wir werden sehen, Gebet gibt ihm mehr Raum, gibt ihm mehr Möglichkeiten einzugreifen. Da findet auch ein rechtlicher Kampf statt. Wir sind in diesem Kampf die entscheidende Rolle sogar. Wir sind die Schiedsrichter zwischen diesen beiden Seiten. Es gibt ein Prinzip, das könnt ihr nachlesen in den Büchern Mose, wo Gott jetzt angeordnet hat, wie sie Streitigkeiten unter dem Volk regeln sollten. Also wenn jetzt im Volk da Leute kommen und sagen, ja, wir haben uns hier gestritten, dann sollte nach ganz bestimmten Vorgehensweisen dieser Streit beigelegt werden. Und zwar, ein ganz wichtiges Prinzip dabei war, dass jetzt keiner der beiden Seiten den Konflikt löst, oder? Wenn ich mich mit jemandem streite, kann ich sagen, ich bin jetzt der den Konflikt löst. Ich sage einfach, wie es richtig ist. Wäre irgendwie unfair, oder? Und der andere, wenn er jetzt einfach den Konflikt löst und sagt, nee, so machen wir es, was braucht es? Wenn da zwei Parteien streiten, was braucht es? Es braucht eine dritte Partei. Ja, es braucht einen Richter. Und es ist so interessant, dass Gott es so eingerichtet hat, dass er am Ende gar nicht der Richter ist. Heißt es in der Bibel nicht, wisst ihr nicht, dass die Heiligen
die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wir sind die dritte Partei. Wir sind der entscheidende Faktor, wie man sagt, das Zünglein an der Waage am Ende. Wir haben eine große Rolle zu spielen in diesem großen Kampf. Und diese ganzen Aufforderungen in der Bibel, ja, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, denn jeder, der bittet, empfängt, das ist wirklich so gemeint. Das ist wirklich so gemeint. Wenn wir nicht bitten, empfangen wir auch nicht. Weil Gott es so eingerichtet hat, dass wir bitten müssen. Nicht, weil er es braucht und sich bitten lassen möchte. Nein, er will sowieso. Aber da sind rechtliche Dinge im großen Kampf, die ihn nicht eingreifen lassen. Satan kommt und sagt, Gott, du darfst nicht. Das ist mein Eigentum. Dieser Mensch, der gehört mir. Du darfst mir diese Freiheit nicht nehmen. Nimm mein Eigentum nicht weg. Gott stiehlt nicht, oder? Du sollst nicht stehlen. Also, vielleicht, ja, ist das manchmal sehr einfach gedacht, aber es ist wirklich so einfach, aber doch so, ja, profund, wenn man drüber nachdenkt, was für eine Rolle wir spielen. Ja, ja, wenn diese Person einfach Gott schon verworfen hat, dann ist es einfach so, dann kann er nicht. Aber wenn man für die Person noch betet, dann hat er ihn dann noch. Ja, und der Punkt ist, Gott hat wem die Erde gegeben? Uns. Das ist immer noch unsers. Ja, wir wurden getäuscht durch einen Trick und eine Lüge Satans. Ja, aber Gott sagt, weil ihr getäuscht seid, habe ich immer noch das Recht, euch zumindest eine finale Entscheidungsmöglichkeit zu geben. Und das setzt Gott durch. Und auch die anderen Bewohner im Universum, die das sehen, diesen Konflikt zwischen Gott und Satan, die sagen, ja, 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 Gott hat das Recht, lass ihn mal machen, wir wollen sehen, wie das ausgeht. Und bis zum Kreuz haben sie auch noch Satan eingeräumt, dass er seine Punkte hat. Sie haben gesagt, ja, wir wollen mal sehen, wie das ausgeht. Gott, ja, du hast das Recht, hier weiter einzugreifen. Und so ist es ein ständiges Hin und Her. Ja, und es ist eine rechtliche Angelegenheit. Aber wir sind die rechtmäßigen Eigentümer dieser Erde. Und wenn wir als rechtmäßige Eigentümer sagen, Gott, bitte du, komm du in mein Leben, und ich sage Satan ab, dann ist das so real, wie man sich das nur vorstellen kann. Dann sagt Gott zu seinen Engeln, ja, jetzt, Engel, los. Und wenn die Engel kommen, die Heere Satans zittern und fliehen. Aber Gott wartet, dass der Mensch diese Entscheidung trifft. Er muss, wegen dem großen Kampf, in dem wir uns befinden. Im großen Kampf heißt es, es ist ein Teil des Planes Gottes, uns in Erhörung des im Glauben dargebrachten Gebetes das zu gewähren, was er uns nicht gewähren würde, wenn wir nicht in dieser Weise zu ihm beteten. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er nicht kann, weil er warten muss, bis wir ihm sozusagen die Erlaubnis geben, die rechtmäßige Erlaubnis. Wisst ihr, es ist so schön zu wissen, dass wir einen Menschen haben, wie du und ich, der jetzt auf dem Thron des Universums sitzt. Der Sieg ist ja schon da. Ein Mensch hat diese Lüge Satans gebrochen, hat ein sündloses Leben gelebt und hat sich somit das Recht erkauft, wieder die Herrschaft über diesen Planeten anzutreten. Wir haben gewonnen. Wir, die Menschheit, wir haben gewonnen. Das muss uns klar werden. Der große Kampf ist eigentlich entschieden. Das haben wir noch nicht alle gehört. Und solange es noch nicht alle gehört haben, hat Satan noch Einflussbereich. Es ist wie dieser Sklave in Amerika, als die Sklaverei abgeschafft wurde und verkündigt wurde, alle Sklaven sind frei. Und nach Jahren kommt man zu dieser Farm, zu diesem Hof und die arbeiten immer noch als Sklaven. Ja, warum? Weil sie die Nachricht noch nicht gehört haben. Und erst jetzt bringt man ihnen die Nachricht der Befreiung und sagt, hey, wisst ihr nicht? Ihr seid schon längst frei. Und genauso ist es jetzt auch. Der Kampf ist entschieden, der Feind ist besiegt. Aber solange die Menschen das nicht erfahren, sind sie noch gefangen.
Und wir haben den Auftrag, diese Botschaft an die Welt zu bringen. Da sitzt einer von uns schon auf dem Thron des Universums. Und er ist für uns und er tut alles, um uns zu retten. Wir brauchen Gottes Kraft. Die Kraft Gottes ist das einzige wirksame Element in dem großen Werk, den Sieg über die Welt, das Fleisch und den Teufel zu erringen. Es entspricht dem göttlichen Plan, dass wir jedem von Gott gegebenen Lichtstrahl folgen. Der Mensch kann nichts ohne Gott vollbringen und Gott hat seine Pläne so angelegt, dass er bei der Wiederherstellung des Menschengeschlechts nichts ohne die Zusammenarbeit des Menschen mit dem Göttlichen vollbringen kann. Also einerseits müssen wir sagen, wir können gar nichts. Alle Kraft liegt bei Gott. Aber Gott hat es so gemacht, dass er trotzdem mit all seiner Kraft und Möglichkeiten, alle Ressourcen des Himmels und alle Engel, die er hat, kann er nichts machen, wenn er nicht mit uns zusammenarbeitet. Der Anteil, den der Mensch zu leisten hat, ist unermesslich klein. Doch im Plan Gottes ist es gerade dieser Anteil, der für den Erfolg des Werkes erforderlich ist. Und was ist dieser unermesslich kleine Teil, den wir zu leisten haben? Wir wollen jetzt nicht in Werksgerechtigkeit gehen. Was ist es, was wir zu leisten haben? Das Gebet. Und was ist das Gebet, dass ich hingehe zu Gott? Was ist das grundlegende Gebet? Was wäre hier das essentielle Gebet, jetzt auch im Kontext des großen Kampfes? Was müssen wir da jetzt sagen in diesem Gebet? Dass wir ihm erlauben, an diesen Menschen oder für was wir beten, dass die Erlaubnis von uns eigentlich ausgesprochen wird, dass er es tut. Gott, dein Wille. Dein Wille geschehe. Nicht der Wille Satans, in dem ich gefangen war, den ich die ganze Zeit gelebt habe. Ich kann nicht mal mich aus diesem Eigenwillen, den er mir vererbt und eingepflanzt hat, nachdem ich einfach lebe mit meiner fleischlichen Gesinnung, ich, und da komme ich gar nicht raus selber. Aber was ich sagen kann, ist was? Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich könnte den Willen eigenmächtig nicht umsetzen, aber ich habe immerhin die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, dass ich möchte, dass Gottes Wille in meinem Leben jetzt geschieht. Diese Entscheidungsfreiheit habe ich immer noch. Und dann, wie heißt es in der Bibel, kann Gott das Wollen und Vollbringen in mir bewirken. Aber es bezieht sich doch auch auf andere. Und auf andere. Denn ich habe einen Einflussbereich. Ich bin nicht nur ich. Ich habe Verwandte, ich habe Freunde, ich habe Gemeinde, ich habe Nachbarn. Und das ist mein Einflussbereich. Und ich habe die Möglichkeit, Gott zu sagen, greife ein, komm, schicke Engel. Wir haben diese Macht. Dieses Gebet ist ja nicht nur für die anderen, sondern für mich selbst. Ja, erst für mich selbst. Ja, ich kann ja nichts weitergeben, was ich nicht selbst habe. Ich meine, es verändert ja. Mich. Ja, so, ja. Mein ganzes Einfluss, den ich auf andere dann haben kann, verändert es. Exakt. Exakt. Warum sollten die Söhne und Töchter Gottes vor dem Gebet zurückschrecken, wo doch das Gebet der Schlüssel in der Hand des Glaubens ist, um das Lagerhaus des Himmels aufzuschließen, in dem die grenzenlosen Ressourcen der Allmacht lagern? Es ist alles da und wir haben so eine große Verantwortung und Gelegenheit und Möglichkeiten. Ja, und warum schrecken wir davor zurück? Warum machen wir davon so wenig Gebrauch? Aber ich glaube, wenn wir verstehen, warum wir beten und was es für einen Unterschied macht, dass wir wirklich einen Unterschied machen können, dann verstehen wir jetzt, warum wir es auch aussprechen müssen. Dann haben wir nicht mehr so, naja, Gott, du weißt es ja eh schon, aber aus irgendeinem Grund muss ich es ja sagen. Nein, wir verstehen, wow, das ist ein großer Kampf und ich gebe hier wirklich Gott die Erlaubnis, jetzt hier voll einzugreifen. Von welchen Faktoren hängt das jetzt also ab, dass unser Gebet da richtig kraftvoll wird? Nun zum Beispiel Matthäus 18, 19, ihr kennt das. Wenn zwei von euch auf Erden übereinstimmen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden. Also jetzt können wir uns überlegen, okay, wie kann ich mein Gebet kraftvoller machen? Wir haben jetzt das Verständnis gelernt, aber was steht hier? Zusammen beten. Ja, und Ellen White sagt zu diesem Vers was ganz Interessantes. Die Verheißung, die wir gerade gelesen haben, wird unter der Bedingung gegeben, dass die vereinigten Gebete der Gemeinde dargebracht werden
Und als Antwort auf diese Gebete kann eine Kraft erwartet werden, die größer ist als die, die als Antwort auf das persönliche Gebet kommt. Und die Kraft, die gegeben wird, wird im Verhältnis zur Einheit der Mitglieder und ihrer Liebe zu Gott und zueinander stehen. Also was sagt sie? Du kannst alleine beten, ja, das bewirkt was. Aber wenn wir zusammenkommen, hat es wirklich mehr Kraft. Der Einflussbereich wird erweitert. Gott kann dann wirklich mehr Engel senden. Und sie sagt auch wieder, je mehr Einheit wir haben und je mehr wir Gott verstehen und ihn lieben, das erweitert auch seine Einflussmöglichkeit. Also all diese Dinge, ja, was uns die Bibel jetzt lehrt, und wir kennen das in der Bibel, auch der Zeitfaktor, ja, wie viel Zeit verbringe ich im Gebet, wie häufig bete ich, wie regelmäßig, je bewusster ich das mache und je verantwortungsvoller, desto mehr gebe ich Gott Raum, eingreifen zu können. Weil Gott sozusagen jedes Mal vor Satan mehr rechtfertigen kann, guck mal, wie ernst er es meint. Weil wenn wir nur mal so nebenher ein Gebet sagen, dann sagt Satan, naja, das hat ja schon oft gesprochen, Gott, also nur deswegen kannst du jetzt nicht eingreifen. Aber wir räumen Gott wirklich immer mehr Möglichkeiten ein, einzugreifen. Weil Gott sagt, er meint es wirklich ernst. Ich habe das Recht und ich schicke jetzt meine Engel. Und alle sehen, die beobachten im Universum, ja, Gott darf. Es ist rechtens. Das Christenleben ist ein Kampf, ein Feldzug. Den Sieg trägt jedoch keiner in menschlicher Kraft davon. Das Schlachtfeld ist des Menschen Herz. Die Schlacht, die wir kämpfen, ein ungeheurer und wohl auch der größte Kampf, geht um die Übergabe des Ichs an den Willen Gottes, um die Auslieferung des Herzens an die Herrschaft der Liebe. Das ist der eigentliche Kampf. Und da müssen wir Gott bitten, für uns und auch für andere. Und wir können den Sieg nicht ohne viel ernstes Gebet erringen und auch nicht ohne Demut bei jedem Schritt. Unser Wille wird nicht zur Zusammenarbeit mit göttlichen Mächten gezwungen. Weil Gott ja Freiheit gibt. Es bleibt Sache des freien Entschlusses. Und wäre es möglich, in dir den Heiligen Geist zu 100-fach stärkerer Wirkung zu bringen, dann würdest du doch nicht zu einem Christen werden. Und auch nicht fürs Himmelreich geeignet sein. Die Festung Satans würde nicht geschleift. Und das muss uns bewusst sein, auch wenn wir für andere beten. Wir sollen beten, wir sollen zusammenkommen für unsere Angehörigen. Und Gott wird seinen Geist mehr senden. Aber uns muss klar sein, am Ende muss es immer der freie Entschluss des Menschen persönlich sein, der auch auf dieses Wirken des Heiligen Geistes reagiert. Ja. Wir können jemanden nicht bekehrt beten. Aber wir können eine Entscheidung treffen und dadurch einen größeren Unterschied machen für die anderen Menschen. Und wir können definitiv bitten, dass der Heilige Geist stärker an den anderen Menschen wird. Und das sollten wir auch tun. So viel wir nur können. Wir sollten nach dem Willen Gottes fragen. Wir sollten ein gehorsames Leben führen. All diese Prinzipien, die wir kennen. Und das gibt Gott Raum, auch unsere Gebete zu erhören und zu antworten. Und Gott wird das inständige Flehen seines Volkes erhören. Das Gebet des Glaubens wird den Arm Gottes bewegen. Uns muss klar sein, dass wir den Arm Gottes bewegen können. Gott ist kein herrschsüchtiger Control-Freak, der alles steuert. Gott gibt Freiheit. Und wir sind in diesem großen Kampf, wo wir uns auf seine Seite stellen müssen, per freien Entschluss. Und alle Ressourcen des Himmels stehen uns offen, wenn wir uns nur dazu entscheiden. Und das ist der Grund, weshalb diese Gebetsevangelisation funktioniert hat für die Menschen, für die gebetet wurde. Und da, die waren viel offener, weil Gott dort Engel und seinen Geist viel mehr wirken lassen konnte. Und Ron Halverson, all diese Dinge. Und auch wir sind aufgerufen, das umzusetzen. Und ich hoffe, dass wir jetzt verstehen, was dieser Schlüssel zur Kraft Gottes ist. Dieser Schlüssel, um im großen Kampf auf der richtigen Seite zu stehen und Gott den Raum zu geben, zu wirken wie noch nie zuvor. Möge er uns diese Kraft geben,
möge er uns zu diesen Betern machen, die verstandesmäßig wirklich ihre Position und ihre Stellung in diesem großen Kampf einnehmen und so viele Menschen zu Christus führen. Amen. Amen.